Hallo, Freunde. Ja, ich habe gerade ein bisschen in meiner Anleitung, in der Einleitung zu Might and Magic 6 The Mandate of Heaven geblättert, weil ich muss sagen, Anleitungen wie diese, ich mag's, weil, ja, da steht so viel Material drin, da, die sind nicht so unpersönlich geschrieben und die sind auch noch schön dick. Diese hat zum Beispiel 98, 99 Seiten und sie sind alle gut beschrieben. So etwas mag ich immer wieder. Wie seht ihr das? Wie steht ihr zu Spieleanleitungen heutzutage? Mögt ihr es auch lieber, wenn die gut geschrieben sind, so dass man vielleicht eine Abendlektüre hat? Oder wenn man, ja, dass man die nicht nur zum Stöbern verwenden kann, sondern auch als schöne Abendlektüre? Ich hab das eher so sehr gerne, wenn die schön geschrieben sind. Und ich sehe, wir haben hier einen Gegner erlegt. Oh, okay, wir haben ihn schon erlegt. Und jetzt habe ich euch ja gar nicht begrüßt zur nächsten Folge. Naja, gut, irgendwie schon. Das, was ich erzählt habe, sollte ein bisschen so als Einleitung, Begrüßung zu dieser Folge von Skyrim dienen. So, und wir haben die Stelle, die wir aufsuchen sollen, nun erreicht. Wir sind nun bei, wie hieß der Ort noch gleich? Bei, fügen Sie Namen hier ein. Ah, Sartal. So, und da ist jemand. Okay, Sartal. Wir gehen nach unten. Da hinten, das muss einer der Magier sein. Nein, er ist ein Gegner. Totenbeschwörer-Lehrlinge nur. Oh. Oje. Ein paar fiese Gegner. Mag ich gar nicht, aber einer ist schon mal weg. Das ist gut. Wisst ihr was? Ich nehme irgendeinen anderen Zauber. Der ist mir ein bisschen zu gefährlich. Welchen könnte ich denn nehmen? Eisdachel. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Das meinte ich mit den neuen Killcams aus dem Patch. Fast hätte ich das Video abgeschossen. Das meinte ich mit den neuen Killcams. Jetzt haben auch Zauber Killcams bekommen. Was ich ziemlich witzig finde. Manchmal kann das aber auch ziemlich cool sein, wenn man gerade. Stellt euch mal vor, irgendwo steht an einem Abgrund ein Gegner und ich schieße mit einem Eisstachel auf ihn und die Killcam zeigt, wie er vom Eisstachel getroffen wird und runterfällt. Das muss auch ziemlich cool aussehen. So, und jetzt gehen wir da unten hin zu dem Das Meister ist aufregend, Tolfdir. nicht wahr? Ja, irgendwie schon. Und hier sind wir nun. Wollen wir hineingehen? Nun, warum ist dieser Ort wichtig Uns überhaupt? interessiert besonders die Verbreitung magischer Siegel auf den Grabstätten hier. Sie sind ganz anders als alles, was wir kennen. Und du leuchtest, Kumpel. Ja, aber wonach suchen wir überhaupt? Ja, genau, hat er uns das überhaupt schon gesagt, wonach wir suchen? Nach allem. Nach Ach, allem, okay. was irgendwie von Interesse sein könnte. Darum finde ich ja diesen Ort so wundervoll. Wir haben keine Ahnung, was wir hier finden werden. Ach, das Sollten ist ja dabei meine schön. Worte über die Gefahren der Magie zufällig bei dem einen oder anderen Schüler auf offene Ohren stoßen, dann wäre das ein glückliches Zusammentreffen. Das ist auch mal eine schöne Sache. Einfach mal nicht wissen, nach was wir suchen, aber einfach mal sagen, nach allem. Lebt. Gut, dann speise ich es an dieser Stelle einmal mehr und wir sehen uns dann jetzt in dieser Ruine mal um. Gut zu sehen, dass. Ich bin Also bereit. gut. Bitte bleibt in meiner Nähe, solange wir dort drinnen sind. Es müsste eigentlich sicher sein, aber es ist immer besser, vorsichtig zu sein. Jo. Aber erstmal will ich kurz mal pausieren, um euch nochmal was zu erzählen. Ich habe ja gesagt in der letzten Folge, dass ich heute in dieser Folge neue Mods verwende. Das tue ich auch. Meine Mods habe ich mir von Eiderzeit und Sharesoft bezogen. Da möchte ich unbedingt nochmal darauf hinweisen, wenn ihr gute Mods sucht für Skyrim und Oblivion,
Guck da und auch Pagan. Kannst du euch nur ans Herz legen. Bei den Mods handelt es sich um betuchte Händler. Und zwar, dass die Händler mehr Gold haben. Es gibt mehrere Varianten. Von etwas mehr über bis hin zu gesheated, geradezu schon. Also so ein Händler hat 4000, 5000 Gold. Oder eine Variante, in der die Menge an Gold flexibel ist. Erst haben sie also einen leicht höheren Grundwert, also sagen wir mal, ein Händler, der erst 900 Gold hatte zur Verfügung, hat 1500 Goldwert zur Verfügung. Goldwert, ja. Ich kaufe den Händler für 1500 Goldwert, ja. Nee, hat 1500 Gold zur Verfügung. Und wenn wir bei ihm einkaufen gehen und lassen ein bisschen Geld da, kann das später mehr haben. Also das ist eine sehr gute Variante. Macht das Ganze auch ein bisschen realistischer. Und ich glaube, ja. Und es war Skyrim Uncut. Das war ein Mod-Projekt von den Admins von Sharesoft. Und zwar haben sie da sämtliche Schilder, Texte und was weiß ich nicht, wo irgendwas Geschriebenes vorkommt, eingedeutscht und auch Lore-Technik angepasst. So zum Beispiel, das habe ich jetzt noch nicht installiert, diesen Teil der Mod, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel dass Zwergen-Sachen Dwemer-Sachen heißen und Malachit Vulkanglas. Damit es besser passt. Hier seht ihr zum Beispiel, hab's also doch mit installiert. Ja, scheinbar. Hier seht ihr zum Beispiel Kösser mit Dwemer, nicht mit Zwergenpfeilen. Und dann müsste sie eigentlich auch. Ich bin direkt hinter euch. Wenn sie die noch hat, ich weiß nicht mehr, ob ich. Ich habe geschworen, das schon verkauft habe. Ja, Dwemer, Kriegshammer, Vulkanglasbogen und so weiter. Dann mal los. Und die Namen von NPCs wurden angepasst. So zum Beispiel wurden Namen wie Graumähne zusammengefügt. Vorher war das ja, waren die solchen Namen mit einem Bindestrich getrennt, Graumähne, und jetzt heißen die aber nur Graumähne. Kaum zu glauben, dass diese Ausgrabung genehmigt wurde. Okay, gut, dann. Es könnte hier irgendwo Gold geben. Ja. Kaum zu glauben, dass diese Ausgrabung genehmigt wurde. Du wiederholst dich. Ihr seid nicht froh. Ich gehe dann mal wieder. Eine der frühesten Mordsiedlungen, die Himmelsrand. Und es war die größte. Was noch erwähnen wollte, zwei andere Mods, die ich noch nutzen werde, die habe ich mir auch schon geholt, sind realistische Lichtverhältnisse. Und was war das letzte? Bessere Spielerbehausungen. So dass die dass in den Spielerbehausungen neue Truhen zur Verfügung stehen und sie teilweise komplett erweitert werden, um zum Beispiel eine Schmiede und ähnliches. Das sind die vier nächsten Mods, die ich jetzt ab nächste oder übernächste Woche Folge nächste oder ich verspreche mich ein bisschen. Das ist blöd. Nächste oder übernächste Folge verwenden werde. Ja. Okay, weitermachen. Tränen wurde es von Elfen geplündert. Aha. Es ist nicht viel darüber bekannt, was mit Sartal geschehen ist. Sartal. Da liegt dieser Ort. Das ist eine aufregende Gelegenheit. Nun, okay. Fragen, bevor wir anfangen. Sag mir deine Ware. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Das ist meine Frage. Haben sie was zu verkaufen? Eigentlich hätte ich ja fragen müssen, Bahnhof? Aber das passt mir doch ein bisschen eher. Adeptenkapuze. Eins, das kann ich noch erwähnen, das ist mir aufgefallen. Eins, was mich stört, ist, in Skyrim, dass man nur einen Ring tragen kann. Das stört mich ein bisschen. In Oblivion konnte man immerhin zwei Ringe tragen und das war doch ein bisschen realistisch. Ich meine, man hat ja nicht nur einen Ringfinger, ne?
Klar, es kann sein, dass dem Charakter, den man spielt, zufällig in seiner Vergangenheit ein Ringfinger abgeschnitten wurde, weil er ein Assassine war oder ein Assassine ist. Aber in der Regel sollte es doch möglich sein, zwei Ringe mindestens zu tragen. So, ich möchte auch noch ein bisschen was verkaufen. Was könnte ich verkaufen an ihn? Eine Novizenkapuze? Die Novizenrobe der Zerstörung. Ich habe doch die Lehrlingsrobe der Zerstörung. Ja, ich verkaufe ihm die Novizenrobe, weil die brauche ich nicht mehr. Und ihr seht auch, er hat mehr Gold zur Verfügung als, ich weiß nicht ganz, ob er vorher auch schon so wenig hatte. Ich weiß noch gar nicht mal mehr, ob wir schon vorher mit ihm gehandelt haben. Auf jeden Fall hat er jetzt ziemlich viel. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, die beiden Bücher, hatte ich die schon oder... ich muss nochmal nachgucken, später irgendwann. Ich werde auch nochmal wieder einen Leseabend machen, da werde ich wieder ein paar Bücher vorlesen. Lebt wohl, bitte seid hier... Ach so. Ja. Hm. Nun, warum schaut ihr nicht, ob ihr Arniel Gain helfen könnt? Er ist einer unserer Gelehrten und ist mit dem Katalogisieren unserer Funde beschäftigt. Okay. Vermutlich wäre er dankbar für etwas Hilfe beim Auffinden zusätzlicher magischer Artefakte hier in den Ruinen. Okay. Jeder verzauberte Gegenstand ist in Ordnung. Der Verzauberungsnutzen spielt keine Rolle. Wenn ihr etwas findet, kann die Klasse sich das ansehen. So, mal sehen. Okay. Was machen wir mit euch anderen? Tja. Bevor ihr fragt, ja. Bei meinen Vorfahren hat Magie immer eine große Rolle gespielt. Und nein, ich möchte nicht darüber reden. Ja, ich weiß, dass es in Winterfeste einst von meiner Art wimmelte. Und nein, es macht mir nichts aus, dass sie nun alle fort sind. Ist damit nun alles geklärt? Ja. Nein, das stimmt wohl. Brelina Marion aus dem Haus Telvanni. Ich bin seit langer Zeit die Erste in meiner Familie, die Morrowind verlassen hat. Jetzt bin ich hier, um Beschwörungen zu studieren. Das ist wichtig. Gut. Eigentlich nicht. Nur, dass es sehr, sehr alt ist. Ich glaube, es war eine der ersten Städte der Menschen in Tamriel. Gut. Also gut, alle miteinander. Lasst uns vorsichtig sein, aber auch Spaß haben. Spaß haben, okay. Packt eure stärksten Zauber aus. Und werft sie euch an den Kopf. Ich meine, das ist doch genug Spaß, oder? Hoffentlich finden wir hier vielleicht sogar eine Tafel, eine Wand. Knochen seiner Vorfahren herumwühlen würde? Ich seid ihr nicht froh, darüber hier zu sein? Das hat ganz sicher keiner der Verantwortlichen genehmigt. Unsere Vorfahren sollten in Frieden ruhen dürfen. Ich weiß, dass er ein Talmor ist und dass er behauptet, nur als Berater hier zu sein. Ich weiß auch, dass das niemand ernsthaft glaubt. Um ehrlich zu sein, ich versuche, ihm aus dem Weg zu gehen. Hoffentlich können wir aus der Erfahrung etwas lernen, wie die alten Nord Magie angewandt haben und vielleicht sogar, was diesem Ort zugestoßen ist. Das wäre natürlich interessant. Also gut. Als Bretone bin ich natürlich magisch sehr interessiert. Ich nehme einen Kerzenschein-Zauber und... Wo ist der andere? Ach, den habe ich nicht. Ich hab doch den Zauber, den ich gerade suche, oder? Muss ich mal schauen. Drachenhaut, Murmel. Das ist noch eine Veränderung, das sind alle. Beschwörung, Murmel. Nö, hab ich nicht. Ich dachte, ich hätte den Zauber. Dann muss ich ihn kaufen. Moment, hat er ihn nicht? Ich presse übrigens von dem Zauber Magierlicht. Ich sehe keine Anzeichen von Abwehrzaubern. So. Entweder gibt es keine oder sie wurden schon vor langer Zeit entfernt. Tolf dir. Seid hier vorsichtig. Verkauf mir doch bitte euren Zauber Magierlicht, ja? Zack. Ich dachte wirklich, ich hätte den Zauber schon, aber so wie es aussieht, musste ich ihn wohl noch lernen. Tja, so kann man sich täuschen. Jetzt habe ich auf jeden Fall den Zauber. Ja.
Dieser Zauber, Magierlicht, ist eine bessere Version von Kerzenschein. Beziehungsweise eine andere Version. Magierlicht ist eine Lichtkugel, die man zaubert und da bleibt. Ich zeige es euch. Das ist Kerzenschein und das ist Magierlicht. Ihr seht, die Kugel fliegt bis dahin hin und bleibt da. Auch ein ganz nützlicher Zauber eigentlich. So. Bitte seid hier vorsichtig. Die Stätte wurde noch nicht vollständig gesichert. Okay. Man sieht gerade, dass Lydia nicht besonders vorsichtig ist. Okay. Zack. Oh, man kann es nicht hinsetzen. Ist kaputt. Okay, So, ich sollte nicht so viel mehr... Ah, da ist er wohl derjenige, dem wir helfen müssen. Da sieht es aus, als könnte es hier eine Falle geben. Was hat er denn hier so Schönes? Beziehungsweise, was ist denn hier so Schönes? Kleiner Seelenstein. Ein Balsamierungswerkzeug. Ja. Ah, mein Licht. Zum Glück kostet das nicht viel. Ach, das Licht. Ja, ich wollte das andere Licht. In diesem Fall wollte ich Kerzenschein haben. Kerzenschein, beschworenes Schwert. So. Ja. Mit der Kombination bin ich gerade zufrieden. Arniel Gain. Nichts an. So. Was? Ach ja, ihr. Ich erinnere mich an euch. Ihr wollt helfen, das ist schön. Bringt nur bitte meine Arbeit nicht durcheinander. Ich habe mir nur einen Teil davon durchgesehen. Könnt euch gerne in den Kammern nördlich von hier umsehen. Seid bitte vorsichtig, ja? Wir wollen ja nichts kaputt machen. Auch keine Sorge, ich bin gut im kaputt machen. Nicht kaputt machen. Magischen Artefakte zusammen, damit ich sie katalogisieren kann. Okay. Das macht die Mod Sound of Skyrim. Ja. Ah, ein verzauberter Ring. Ah, okay, und hier auch. Ah, okay, ich hätte gedacht, die Markierungen zeigen, dass in einem Stockwerk unter uns irgendwas ist, aber da sind Ringe. Magische. Ah. Altes Amulett. Oh. Ups. Ja, was hab ich denn hier gemacht? Was war das für ein Lärm? Ist alles in Ordnung? Naja, ich bin hier gefangen. Wie in aller Welt ist das passiert? Naja, ich hab so ein Amulett von der Wand genommen. Es hat so schön geglänzt und jetzt bin ich hier gefangen. Wirklich? Ja. Vielleicht hat das Amulett eine Bedeutung. Könnt ihr es irgendwie benutzen? Schauen wir mal. Wo ist denn das Amulett? Amulett von Stenda von Sartal. Zaubern verbraucht 3% weniger Punkte. 3% weniger Mana. So, gibt's hier irgendeinen Weg? Vielleicht, wenn ich es jetzt trage einfach? Von Sartal. Seht ihr das? Hä? Eine Art Resonanz. Hier und die Mauer. Das muss mit dem Amulett zusammenhängen. Ich frage mich, welche Auswirkungen eure Zauber wohl haben. Welche Mauer? Naja, egal. Ach, hier, die Mauer, okay. Gut, aber an dieser Stelle mache ich auch schon einen Cut. Habe auch schon mehr als genug aufgenommen. Und in der nächsten Folge gucken wir uns an, was dieses Amulett bewirkt, was hier jetzt geschieht und warum, weshalb und wieso. Und ob wir hier überhaupt jemals wieder rauskommen werden oder hier elendig verhungern werden. Naja, immerhin haben wir ein bisschen Essen hier. Da. Naja, egal. Ist Rede Quatsch. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!